Ich weiß, schon wieder lange nichts gehört oder gesehen oder sonst irgendwas von mir. Ich will einen Primark-Haul machen. Und Orsi. Also es ist Primark und Orsi. Klamotten-Haul, genau. Ja, ich bin schon ein bisschen wieder raus aus dem Film, aber macht da nichts. Fangen wir auch gleich mal an. Ich habe ein paar Tragebilder, jetzt nicht alle, aber ein paar Tragebilder habe ich. Zum Beispiel von dem, das war nämlich von Orsi. Jetzt habe ich mir fast das Schild ins Gesicht gehabt. Ich will in letzter Zeit mehr blau tragen. Jetzt ist mir gerade eingefallen, dass ich beim Augen-Make-up was vergessen habe. Aber egal, ich will mehr blau tragen und auch ein bisschen mehr rosa. Mit rosa klappt es nicht so gut, aber mit blau schon. Ich habe mir nämlich ein dunkelblaues Kleid gekauft. Ich hoffe nur, dass beim Waschen mir nicht wieder der Fail passiert, so wie mit meiner Leggings. Ich habe die dunkelblaue Leggings bei schwarzer zugewaschen. Ich glaube, ich brauche einen Augenarzt. Aber man sieht das halt auch sehr schwer, oder? Wenn man so an die also nah hält, man sieht das schon ein bisschen schwer. Würde ich jetzt mal sagen. Ich habe da auch ein Tragebild, das blende ich euch ein. Es war nämlich reduziert um 12 Euro und da waren trotzdem noch minus 30% drauf. Ihr seht eh, wie es tragen ausschaut, weil manche habe ich fotografiert, manche nicht. Ich finde das voll schön. Ja, das hat es mir angetan. Eine Freundin von mir hat mir das gezeigt, mit der ich gemeinsam shoppen war. Die hat mir das gezeigt und ich bin so stolz darauf, dass sie mir das gezeigt hat, weil das war... Das war echt ein guter Kauf, 12 Euro und dann noch minus 30%. Ich habe auch eine neue Lederjacke gebraucht, weil meine in A gegangen ist. Die hat sich hinten total aufgelöst, ich habe sie auch schon entsorgt. Jetzt habe ich eine neue von Orsi. Die hätte 100 Euro gekostet, ist auf 70 reduziert gewesen und ich habe nur noch 49 zahlt, weil noch minus 30% waren. Und das ist halt echt Leder diesmal. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von echt Leder. Aber die von Primark, die hat sich nach ein, zwei Jahren gleich zerlegt und irgendwie finde ich das halt nicht so toll, wenn sich die dann zerlegt. Und deswegen habe ich mir gedacht, gönne ich mir mal eine richtige Lederjacke. Ich finde die so schön, ich finde die so schön. Und wenn es nicht so kalt heute wäre, würde ich die heute anziehen, aber es ist eindeutig viel zu kalt dafür. Machen wir weiter mit Dunkelblau. Ich habe auch versucht, wenn ich nur schwarz trage, so wie jetzt, ich trage halt eine dunkelblaue Hose heute, aber habe halt trotzdem noch schwarz ein Oberteil an, weil ich halt nicht weiß, was ich sonst anziehen soll. Ja, ich habe mir eine dunkelblaue Weste gekauft. Ich finde die auch voll schön, weil die hat so bei den Ärmeln, ich zeige euch das kurz, sind so Knöpfe. Und wenn man die dann anhat, sieht das so aus. Ich finde das voll schön. Von Primark übrigens, ja. Also die beiden Sachen waren von Orsi. Jetzt kommt nur noch Primark, glaube ich. Und ich fand die so schön und mir gefällt dunkelblau in letzter Zeit so gut. Die hat gekostet 12 Euro. Da habe ich jetzt kein Tragebild, aber das ist eine stinknormale Weste. Deswegen, ja. Aber ich finde die voll schön, weil sie auch so lang ist. Mir hat die total gut gefallen. Und ich will halt versuchen, mehr Farbe zu tragen. Ich bin ganz schön aus dem Video machen raus, muss ich sagen. Oberteile. Ich habe mir von den Teilen, die letztens im aufgebrauchte Video, ich bin ganz deppert, von den Teilen, die ihr letztens im Primark Haul gesehen habt, habe ich mir noch welche gekauft. Das ist halt ein bisschen sehr groß, weil es das in einer kleineren Größe nicht gab, aber ich wollte das unbedingt haben. Ja, es wird halt ein bisschen schlabberig runterhängen, aber ich fand das Muster fand ich so extrem schön. Da musste ich es einfach mitnehmen. Das habe ich mir dann auch, ich stehe in letzter Zeit voll auf diese T-Shirts, ich weiß auch nicht wieso. Ich habe das ja jetzt in blau, dann habe ich es in dunkelblau mit Punkten, wenn ihr das letzte Video gesehen habt, in rosa habe ich es jetzt und jetzt habe ich es auch in so einem grün, was auch sonst. Ich finde das Grün so schön. Es kommt in der Kamera gar nicht so schön rüber, aber es ist so ein schönes Grün. Ich habe es auch in rot in der Hand gehabt, aber da fand ich es nicht so schön. Das hätte es auch mit so blau. Also es wäre so mit Blümchen gewesen, das wäre auch schön gewesen, aber das hat es in meiner Größe leider nicht gegeben, nur kleiner. Und kleiner nehme ich es mir natürlich nicht. Was ich mir noch dazu gekauft habe, war um 10 Euro so eine kurze Weste. Mir gefällt das so gut wegen den Spitzenmuster da unten. Die würde ich nämlich mit dem T-Shirt in Kombi tragen. Da freue ich mich schon so sehr drauf. Ich wollte euch die Sachen nämlich unbedingt zeigen, damit ich die so schnell wie möglich waschen kann. Damit ich sie so schnell wie möglich anziehen kann. Nur leider spielt ja das Wetter heute nicht mit. Deswegen habe ich heute einen Pullover an. Ich kriege das Wort nicht einmal raus. Die Weste habe ich mir aber zweimal gekauft. Warum? Weil ich ein Freak bin. Meine Freundin hat auch so gesagt, zweimal kaufst du dir die? Ich, ja. Naja, weil wenn eine in der Wäsche ist, habe ich noch einen Ersatz.
Ich weiß, ich bin ein Freak. Bleiben wir bei Westen. Ich habe hier noch eine hellblaue, weil ich mir gedacht habe, ich brauche ein bisschen mehr Farbe. Mir fehlt noch eine, aber ich glaube, die habe ich in dem anderen Sackerl drin. Ich mache nämlich zuerst einen Sackerl und dann das nächste Sackerl, weil es sind nämlich zwei. Wir sagen lieber nichts dazu. Ich habe mir die Weste noch gekauft, die hat auch 8 Euro kostet. Die hat auch so Knöpfe an den Ärmeln. Die habe ich in Rosa, in Blau gekauft und in Rosa langsam. Ich finde das Rosa so schön. Ich kann mir das so gut vorstellen mit so einer Leggings und nur das als Eyecatcher kann ich mir auch schon gut vorstellen. Mal schauen. Dann habe ich mir ein grünes Kleid gekauft. Wer hätte sonst gedacht? Ich habe mir so viele andere Farben ausgesucht beim Primark. Und Oberteile und so sind es eigentlich nur grüne wieder worden. Obwohl ich ja eigentlich heuer andere Farben tragen wollte. Aber irgendwie wird das nichts. Ich habe davon noch ein Tragebild, weil so könnt ihr das, glaube ich, sehr ungut erkennen. Das ist ein richtig schönes, langes, grünes Kleid. Ich blende euch mal das Tragefoto ein. Ich habe mich sofort verliebt in das. Das ist so schön und es ist so angenehm zu tragen. Und ja, es ist grün. Was muss ich euch noch sagen? Dann habe ich noch mir ein grünes Oberteil gekauft. Das habe ich auch irgendwo in schwarz, aber wahrscheinlich in einer anderen Tüte dann um 6 Euro. Das habe ich mir auch gekauft. Ja, wir sagen am besten nichts, oder? Was ich mir auch viel gekauft habe, sind Leggings. Und ich habe mir wieder eine dunkelblaue gekauft. Ich will halt nicht dauernd schwarz tragen. Weil in der Arbeit trage ich eh die ganze Zeit schwarz. Und ich habe mir gedacht, mal so was anderes, so in dunkelblau. Ich hoffe nur, sie ist nicht zu groß, weil ich habe mir jetzt L genommen. Ich hoffe, dass das passt. Aber ich glaube schon, weil die schaut halt nicht so groß aus. Ja. XL wollte ich jetzt nicht nehmen, es wäre halt ein bisschen zu übertrieben gewesen. Davon habe ich auch ein Tragebild und das habe ich auch auf Instagram in meiner Story postet und da war die ist jetzt ausgeflippt, wie ihr das gesehen habt. Ich habe es mir auch gekauft. Ich blende euch das Foto da mal ein. Ich bin verliebt in dieses Kleid. Es hat 19 Euro gekostet, es war ein bisschen teurer, aber ich finde das so schön. Ich fand das so, so schön. Schaut euch mal das Muster an. Ich meine, es macht ganz schön Ausschnitt, weil es hat... Ihr seht es vielleicht auch auf dem Foto. Es hat da in der Mitte so einen Mini-Ausschnitt. Aber ich finde das so schön. Ich kann mir das so schön vorstellen. In der Kombi mit dem gelben BH oder mit dem roten BH. Ja. Bevor wir zu den nächsten Klamotten kommen, zeige ich euch nur kurz ein paar Beauty-Tools, die ich mir gekauft habe. Ich habe mir einen neuen Lufferschwamm gekauft. Mein blauer zerlegt sich voll. 1,50 ist zwar ein bisschen viel, aber... Ich wollte nicht extra woanders noch hin. Es ist immer am Boden geflogen. Wäre der Sparky noch da, wäre der Lufferschwamm jetzt weg. ich habe nämlich einen blauen noch und ich bin zwar morgen arbeiten, aber ich muss in die Fahrschule und da komme ich nicht zu mir, welche zu kaufen. Beziehungsweise noch einkaufen zu gehen. Dann habe ich mir eine Bürste nochmal gekauft. Ich habe mich gerade mit der gebürstet, aber irgendwie, durch das, dass die Verpackung dran ist, geht das so schwer, weil ich wissen wollte, wie die ist. Im Geschäft hätte das komisch ausgeschaut, wenn ich mich mit der bürstet habe. Hätte. Aber beim Primark, finde ich, gibt es gar nicht so schlechte Bürsten. Ich habe ja die mit Sliverin, dann die Mickey Mouse und jetzt die. Und ich denke mir, umso mehr, umso besser. Und das ist ja so geil mit dem. Also, deswegen musste ich dieses Ding unbedingt haben. Ich bin urlang gestanden davor und habe so überlegt, kaufst du dir das jetzt echt nur wegen dem Ding, wenn du das da so... Ja, aber 4 Euro ist ja nicht so. Upsi, teuer. ja, weil ich nicht genug Bürsten für die Handtasche habe, habe ich mir den Schnatz gekauft als Bürste. Ich fand den nämlich so genial. Der hat jetzt 3 Euro gekostet. Ich fand den so genial. Also, da hat sogar ein Spiegel mit drin. Den gebe ich mir dann auf jeden Fall gleich in meine Handtasche. Weil ich habe eine zwar von solchen. Ich weiß aber jetzt nicht, welche... Ich habe das ist nur so eine schwarze oder so, was ich da habe. Und ich wollte halt noch eine haben, damit ich die immer in eine Tasche geben kann. Ich konnte an dem nicht vorbeigehen. Ich habe bei den Pinseln geschaut, weil ja die Freundin von mir hat noch was geguckt. Und ich habe bei den Pinseln geschaut und habe das hier gefunden. Ja, eigentlich hätte ich sie nicht gebraucht, aber ich fand die so, so schön, dass sie mit mussten. Die waren ja, also die sind ja echt mega schön. Und ich finde es genial, dass das Sliverin Pinsel ein Blenderpinsel ist. aber ich finde die so schön. So, so schön. Und jetzt mache ich die mal auf. Achso, die muss man wieder aufschneiden. Ist halt jetzt nichts, was ich gebraucht hätte, aber ich konnte halt nicht anders. Ach du Scheiße. Und so sehen die noch schöner aus. Schaut euch das an. Nehmen wir mal den raus.
Oh mein Gott, sind die urweich. Oh, hätte ich mir nie gedacht, für Primark-Pinsel um 8 Euro. Wo bist du hin? Ich finde es halt nur schade, dass... Ich glaube, das andere, das ist ja... Ravenclaw, glaube ich, das blaue, wenn ich mir zitiere. Oh ja, dann Hufflepuff, dann Slytherin ist der Blender und was ist dann der da? Ich glaube, das ist nur vom Schloss. Aber oh, ich finde das so geil. Und die sind so weich, hätte ich mir niemals gedacht. Jetzt interessiert mich der Blender aber auch. Komm raus. Oh Gott. Ich brauche körperliche Nähe, sieht man das? Das deppert schon wieder. Aber der ist echt schön. Der Make-up-Pinsel ist auch schön. Also ich bin echt gespannt. Vielleicht werde ich die in irgendeinem Video ausprobieren. Dann habe ich noch Make-up-Fixierungssprays gesehen. Und eigentlich hätte ich sie ja nicht gebraucht, aber das hat nach Shea geschrien, würde ich sagen. Da sind lauter Wassermelonen drauf. Also das hat nach mir geschrien, würde ich sagen. Es schaut auch voll so aus wie das von MAC, oder? Ich habe jetzt leider das von MAC nicht mehr da, weil ich es aufgebraucht habe. Aber das schaut voll aus wie das von MAC. Ich habe mir dann auch noch dieses Kokos mitgenommen. Die schauen voll so aus wie die MAC Fixing Sprays. Fand ich voll heftig. Und wegen dem Design, ich hoffe nur, dass das nicht auf dem... Ich hoffe jetzt mal, dass es nicht nur auf dem Plastik ist. Schauen wir mal. Okay, es ist Gott sei Dank nicht nur auf dem Plastik drauf. Ich habe nämlich gedacht, dass das jetzt komplett zum Abziehen ist, aber nee, und es schaut so geil aus. Ich überlege jetzt gerade, ob ich sprühen soll, aber ich will irgendwie nicht. Ich habe mir die, also 4 Euro ist schon ein bisschen heftig, aber ich fand die so interessant und musste die einfach mitnehmen. Weil ich ja nicht genug Masken habe, habe ich mir Masken auch noch mitgenommen. Ich habe mir einmal so eine Tuchmaske mitgenommen. Ginseng Sheet Mask heißt die von Primark. Finde ich aber mega interessant. Und 2 Minimaus-Masken. Weil die haben so selten nur noch die Disney-Masken. Sie hatten ja eine Zeit lang alle Disney-Prinzessinnen und die gibt es immer mehr. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du dir die mit Erdbeerextrakt. Interessant. Pearl Powder... Okay, also auf die bin ich echt gespannt, wie die sind. Ich muss jetzt mal endlich die anderen Disney auch verwenden. Also ich zeige es euch mal von nahen. Ich habe da gar nicht lange überlegt. Ich habe gesehen, Minimaus ist drauf, habe ich genommen. Richtig gestört. Jetzt habe ich gerade Panik bekommen, weil ich dachte, es sind Löcher in meiner Weste. Dann hätte es gleich Watschen gegeben. Ich habe mir die auch in so einem Senfgelb gekauft, die Weste. Ich bin halt noch nicht sicher, wie ich das finden soll an mir. Ich finde, es geht. Aber das ist halt Streitsache. Aber ich wollte die unbedingt haben. Die, was ich in Rosa und in Blau habe, ich mach das so wie früher als Teenager. Ich habe mir damals alle Oberteile, nein, das war nicht in Teenager-Zeiten, das war, da war ich schon arbeiten. Da habe ich mir alle Oberteile immer nachgekauft in verschiedenen Farben. Und das mache ich beim Primark jetzt auch, weil es dort die Möglichkeit gibt, dass sowas funktioniert. Da habe ich noch eine dunkelblaue Leggings. Dann habe ich hier, das was ich in grün habe, das Oberteil habe ich auch in schwarz. Ich habe auch, ich glaube, ich vergessen das Bild einzublenden, oder? Kann ich ja noch nachträglich machen. Aber das habe ich jetzt auch in schwarz, das Oberteil, weil schwarz geht immer. Dann habe ich mich an, oh, das sind Unterhosen. Die muss man nicht unbedingt herzeigen. Ich habe mir ganz, ganz viele schwarze Unterhosen gekauft, weil ich die voll gern trage. Das sind die mit diesem dickeren Bund und ich mag die voll. Deswegen habe ich mir sehr viele davon gekauft. Zu viele, glaube ich. Diesmal war ich auch nicht dumm. Ich habe diesmal die ganzen Kleiderhaken dort lassen, wo es halt möglich war. Also bei den Leggings, bei den ganzen T-Shirts habe ich die ganzen Kleiderhaken dort lassen, weil mich interessiert das nicht. Ich habe sogar geholfen, weil ich ja gesagt habe, ich brauche die Kleiderhaken nicht. Dann habe ich noch eine dunkelblaue Leggings. Die ist aber, glaube ich, ein bisschen kürzer. Die ist so 3/4, wenn ich mich nicht irre. Dann habe ich hier, was haben wir hier? Eine graue. Mir ist gerade alles runtergefallen, ne? Eine hellgraue. Ich bin schon gespannt, wie das wird. Wenn nicht, trage ich sie halt nur zu Hause. Ich habe mal ein Bild, dass ich die kleiner genommen habe, aber das ist L und die schaut sehr groß aus, oder? Naja. Ich habe auch einen dicken Hintern. Noch eine dunkelblaue. Ich sage ja, ich will mehr auf dunkelblauen zu gehen. Aber eine schwarze habe ich mir auch mitgenommen. Weil in letzter Zeit meine schwarze, die ich anhatte, wo ich unterwegs war, die ist kaputt gegangen. Pyjama habe ich mir auch gekauft. Ich habe mir so einen Bananen-Pyjama gekauft. Ich habe mich so in den verliebt. Das ist das T-Shirt dazu und die Hose ist halt mit diesen Bananen drauf. Ich bin so verliebt in diesem Pyjama. Ich freue mich auch schon, wenn ich den waschen kann, damit ich den endlich anziehen kann, weil... Ich meine,
Bananen, alter Schwede, ist voll mein Ding. Dann habe ich mir noch, ich mit meinen Dann. Als nächstes habe ich mir dann ein Oberteil zum Schlafen gekauft, in Schwarz. Ich schlafe in letzter Zeit so gern mit solchen ganz kurzen Oberteilen und so Hotpants dazu. Ich liebe das in letzter Zeit. Und das hat halt so Spitze da unterhalb noch. Ich habe ja eh ur viele von denen, aber ich wollte unbedingt noch welche haben. Das ist schon das Letzte, dann sind wir schon wieder durch. Da habe ich den Kleiderhaken nicht losbekommen, leider. Aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ich habe es mir noch in grün gekauft. Jetzt ist es ein bisschen durcheinander. Jetzt. So sieht das aus. Ich weiß ja, grün und ich. Ich meine, es ist ein bisschen blasses Grün und es macht mich auch noch blasser, aber es ist ja eh zum Schlafen gehen. Ich finde die Farbe auch schön und die hat auch so Spitzenmuster unten bei den Beinen oder da. Finde ich voll schön. 8 Euro hat das kostet und das andere gab es nur einzeln. Da hat man das Oberteil und die Hose, glaube ich, einzeln zahlen müssen. 5 Euro. Wartet kurz. Wo ist die Hose? Gehen wir erstmal auf die Seite. Und noch. Ja. Auch 5 Euro. Also geht das. Für beide 10 Euro finde ich okay. Ich trage halt sowas in letzter Zeit voll gerne. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich trage sowas voll gern. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mein Handy bimmelt die ganze Zeit rum. Ich habe gerade einen BH verloren, aber den habe ich jetzt aufgehoben. Den halte ich jetzt nicht in die Kamera. Ein schwarzer, schlichter BH. Mehr war es nicht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, obwohl ich das ein bisschen runtergerattert bin. Aber ich will mich dann noch unbedingt mit jemandem treffen. Mit einer Freundin. Keine Panik schieben hier. Ja. Ich bin ganz, ganz happy über meinen Einkauf. Ich freue mich schon, wenn ich die ganzen Sachen dann waschen kann und dann anziehen kann. Habe ich im letzten Video auch gesagt und ich weiß, ich habe gesagt, es kommen Outfit-Videos, aber das Wetter ist so bescheuert. Jetzt auch gerade wieder, es ist grau draußen, es geht so der Wind, mir werden meine unechten Wimpern wegfliegen. Ich glaube, ich nehme mal lieber den Eyeliner dann mit, bevor ich meine Wimpern verliere unterwegs. Es ist so deprimierend, das Wetter. Ich habe einen Pulli an und eine lange Hose, weil mir wird sicher kalt werden. Und ich habe keine Ahnung, was ich drüber ziehen soll. Soll ich nur die Lederjacke anziehen oder soll ich lieber mehr als nur die Lederjacke anziehen? Ich glaube, ich werde die Winterjacke brauchen und das zipft mich richtig an. Das zipft mich wirklich an. Ich mag die Winterjacke nicht mehr anziehen. Ja. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr auch zum Primark gehen geht. Also bei mir ist das in letzter Zeit echt gefährlich. Wenn ich zum Primark gehe, was eh nicht so oft ist, aber es ist ja, glaube ich, 1 Monat her gewesen, wenn ich mich nicht irre. Ich schau mal kurz auf meinen Kanal. Okay. Es ist ja 1 Monat her gewesen. Ja. Und da habe ich ja auch so viele bunte Sachen gekauft, würde ich jetzt sagen. Ja. Aber ich bin ganz stolz auf mich. Ich hätte mehr kaufen können, habe aber ganz, ganz viel aussortiert. Okay, die meisten Sachen haben mir gar nicht passt, aber die rosane Hose war ein Albtraum, der dunkelblaue Rock war auch ein Albtraum. In die ganz kurzen Hosen, ich hätte gerne so kurze Shorts, aber halt übers Knie drüber, weil ich bin keine 16 mehr und kann nicht meinen Arsch in Hotband herzeigen. Und ich hätte halt diese längeren gern gehabt, aber da bin ich nicht reinkommen. Und größere Größen gab es leider nicht. Was ich halt so gut finde, ist, dass dort die größeren Größen gibt. Was ja auch nicht überall gibt. Bei dem Orsi hatten wir auch Glück. Also das dunkelblaue Kleid war auch in XL und ich habe super reinpasst. Und die Jacke auch. Da hatte ich auch extrem Glück. Das waren nämlich die Einzelstücke noch. Ich meine, das dunkelblaue Kleid habe ich, glaube ich, in M auch probiert. Aber das hat dann vorne eh so viel Ausschnitt gezeigt. Ich meine, es zeigt ja generell schon viel Ausschnitt. Aber es war dann vorher noch schlimmer. Mit den kürz, also im engeren Kleid. Ja. Und dann habe ich ein rotes Kleid angehabt im Aussie. Ich blende euch hier ein Foto ein und ich bin mir noch immer nicht sicher, wie ich das finden soll. Ich denke die ganze Zeit an dieses Kleid. Ich finde das sowas von schön. Wenn ich ein bisschen schlanker wäre, wird das, glaube ich, ganz nice ausschauen. Ich habe nämlich ein bisschen meinen Bauch geschaut. Es war halt relativ kurz, aber ich weiß nicht. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen wegen dem Kleid. Deppert, oder? Wirklich die ganze Zeit am Überlegen. Es war nämlich nur noch ein Stück da und das war meine Größe. Und es war aber nicht reduziert. Wenn es reduziert gewesen wäre, hätte ich sie gleich genommen, aber es war nicht reduziert. Meine Freundin hat gesagt, ich darf es mir nicht nehmen, weil es so kurz ist. Es gibt nämlich ein falsches Bild, hat sie gesagt. Und wie findet ihr das? Also ich bin mir nicht sicher. Ich finde es schön, aber ich weiß es nicht. So zum Fortgehen, wenn es mal wieder geht, wäre gar nicht schlecht gewesen, oder?
Obwohl es trotzdem ein falsches Bild abgibt, wenn ich mit dem fortgegangen wäre. Aber okay, schreibt es mir jetzt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Also ich habe mich ein bisschen verliebt in das Kleid und ich kriege es auch nicht aus dem Kopf. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Lassen wir sich überraschen, oder? Ja, jetzt beende ich aber das Video, sonst labere ich zu viel Müll daher. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen soll. I don't know. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich beende es jetzt, weil es wird noch peinlich.